entscheidend. Mhm. Es ist nicht nur der allererste Eindruck, es ist wirklich diese doch gar nicht so kurze Zeitdauer von 7 Sekunden, in denen du riechst, wie er duftet oder stinkt, oder, sie, indem du schaust, was war der für eine Frisur, wie zieht er sich an, wie benimmt er sich, man sieht die ersten Bewegungen, ist er linkisch, ist er selbstsicher. Die ersten 7 Sekunden können so viel ausmachen. Und wir haben uns gedacht, wir lassen ein kleines Spielchen darauf basieren. Du siehst hier hinter uns einen Vorhang. Ja. Gleich werden Personen aus diesem Vorhang für 7 Sekunden hervortreten. Mhm. Dann werden sie wieder verschwinden. Mhm. Wir raten dir, gut aufzupassen, auch auf Details zu achten, denn dann werden Fragen gestellt zu der jeweiligen Person, die wir gemeinsam zu beantworten versuchen. Und die verschwinden dann direkt und ich muss erst später, wie viele Menschen werden das sein? Das werden einige sein, 7 Sekunden, mal sehen, was wir bis zum Ende der Sendung schaffen. Meine Damen und Herren, oha. Und diese Fragen, die kann ja nicht irgendwer stellen. Das macht bei uns eine Top-Spezialistin auf dem Gebiet, nämlich unsere charmante, reizende, süße Assistentin Nina! Ihr wisst, worum es geht? Ja. Dann kommt hier Kandidat. Wisst ihr denn auch nichts? Doch. Nein, das ist ja das Tolle bei Zimmerfrei. Wir wissen alle genauso viel oder so wenig wie du. Ja, super. Bis aufs Bilderrätsel. Kandidat Nummer 1, bitte Vorhang auf. Und die Frage ist, auf welcher Seite ist der Scheitel? Ach du Scheiße. Links. Von ihr aus gesehen. Von ihr aus gesehen? Ja, man sie. Ja, von ihr aus gesehen rechts. Nee, von ihr aus gesehen links. Von ihr aus gesehen rechts. Ganz genau, auf der rechten Seite war der Scheitel. Ja. Wie? Aber wie sagt man das denn? Dankeschön. Der Scheitel war da. Das und ist von ihr aus links. Gesehen rechts. Oder wer hat rechts gesagt? Ach so, ich dachte jetzt, wo mehr Haare sind. Nee, der Scheitel ist da, wo weniger Haare sind. Ach so, na, wir machen weiter. Ja, gut zu wissen. Ah, die Stimmung ist bereits auf dem Scheitelpunkt angekommen. Bitte. Seid ihr soweit? Ja. Vorhang auf. Oh je. Welche Farbe haben die Schuhe? Ach du lieber Gott. So ein lila, aber nein, das ist so ein Alt-Rosa. Alt-Rosa, genau. Alt-Rosa. Alt-Rosa? Genau. Ja, lila, ja, oder sowas. Genau. Wir lösen auf, bitte einmal hervortreten. Oh, oh nee. Und es ist türkis. Ja, genau, das meine ich. Die Blume hat mich irritiert. Leider falsch, oder? Dankeschön. Ich hätte jetzt wirklich schwören können, die werden. Ich auch. Ich hätte doch wenigstens auf die Schuhe achten können. Es geht weiter. Ja. Nummer 3. Das isst du. Welche Farbe haben die Augen? Der hat doch überhaupt, der hat doch die Augen. Der hat doch gar keine Augen. Das ist nicht richtig. Ich würde schätzen, er hat braune. Ja. Dann einmal nachschauen. Aber die Frauen sind richtig. Braune Augen. Ja, so einer kann doch nicht braun. Braun, ihr habt recht gehabt. Es geht weiter, Vorhang auf. Es wird wieder irgendwie was, wo du gar nicht hingeguckt hast. Was für Ohrschmuck trägt Nein. die Frau? So goldig, so golden glitzert. Genau. So klein. Ja, auch ja. Kleingedöns. Einmal nachschauen, bitte. Golden glitzert ist Kleingedöns. Hervortreten? Wahrscheinlich gar kein. Ich würde Doch, sagen, sehr gut. Kleingedöns ist klein. Silber ja, ist klein. Nicht werden. Aber Glitzergedöns ist richtig. Ja, danke. Genau. Dankeschön. Bravo, Christine. Der nächste Kandidat. Aus welchem Material ist der Armreif? Aus Malachit. Aus Leder. Also Ledermalachit. Ich habe keine Ahnung. Und wir schauen nach. Bitte einmal hervortreten. Es ist Holz. Ja, du anderes Wort für Ledermalachit. Dankeschön. Bitte Vorhang auf. Bestimmt das Einstecktuch, weil es schwarz. Wie viele Punkte hat die Krawatte? Ja. Ich habe es gerade schon gehört, das Einstecktuch ist schwarz. Ist schwarz. Was sagt ihr? Ja, und passte ja nicht zur Krawatte, denn die war königsblau. Und das schauen wir uns jetzt an. Das Christine ist richtig. Ein schwarzes Einstecktuch. Ja. Ach, ganz dezent. Vielen, vielen Dank. Ein interessantes Spiel. Und wir danken. Nina! Dankeschön. Nina! Nina!
aus der Tür.